Zunächst kommt noch da noch Bombenschutzbriefe, ja, Mann! Italien recht. Nein! Aderson? Polen? Nee! Was nicht? Oh mein Gott, ich fasse es nicht! Hey Freunde, was geht? Euer Ragefritze ist wieder back am Start. Ja, endlich mal wieder mit einer neuen Folge FIFA 23 Road to Glory. Wir versuchen heute wieder SBCs zu machen, Packs zu ziehen, unser Team zu verbessern. Und natürlich den ein oder anderen Shapeshifter zu ziehen vom neuen Event. Deswegen, Leute, würde ich sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen, abonniert die Glocke. Und ansonsten würde ich sagen, springen wir direkt rein, oder? So, Freunde, wir sind in FIFA 23 angekommen, in den SBCs. Und ach du Scheiße, Alter, was ich hier schon wieder für SBCs sehe, ne? Hector, Hazard, Asensio, Joaquin, Jordi Alba, brutale Karte, Upamecano, immens heftig, Alter. Ich bin gespannt, was wir jetzt hier draus machen können. Vielleicht erstmal ein paar Pack-SBCs und dann schauen wir mal, was wir draus ziehen, Leute. So, Freunde, ich habe jetzt die ein oder andere tägliche SBC gemacht und auch noch die Topper-Team, wo wir ein 50k wegbekommen haben, Leute. Ich bin gespannt, was wir draus ziehen. Ich schalte euch zu den Packs auf jeden Fall dazu. Und ich würde sagen, das erste Pack, das öffnen wir auf jeden Fall noch gemeinsam, das Jumbo Premium Gold Pack. Und danach schalte ich euch zu den Packs dazu. Komm schon, Leute, was ist hier drin? Erstes Pack und wir ziehen... Ich habe kurz Hoffnung gehabt, ne? Komm, wir wollen gerade... Ja, Mann! Let's go! Ja, erstes Pack war Quatsch, Leute, aber wenn wir was Gutes ziehen, dann zählt es auf jeden Fall. Premium Electrum Spieler Pack, erstmal schlechtere aufmachen, ne? Mal schauen, was bei rumkommt. Weder Kombi Bollkarte, Alter, lenkt mich doch am Arsch. Prime Electrum Spieler Pack, auf geht's! Wir ziehen Gold, Schlitz, Spanien, ZDM. Oh, Rodri, 87! Ey, ja, Walkout, den nehmen wir mit, den können wir gut für SBCs gebrauchen, Freunde. Denkt immer an die SBCs, ich sag's euch. Und noch die Maria Denner mit der 84, also das Pack war echt geil. Rudi, haben wir schon, dann klatschen wir den erstmal auf die Transferliste. Können wir bestimmt noch gebrauchen später, Mann, ne? Dann gehen wir ins seltene gemischte Spielerpack rein, Leute. Ich bin gespannt. Walkout, komm schon. Brasilien, ZDM. Ganz ehrlich, Leute, 87er Fabinho, nehme ich mit. Wieder ein Walkout mehr. Alle Leute, ich glaube, wir können heute eventuell echt eine SBC machen und noch ein Man of the Match dahinter. Sehr, sehr geil, Freunde. Der kostet zwar, kostet da gar nichts, aber es sind nochmal 10k, die wir natürlich auf jeden Fall mitnehmen, ne? Ist ja klar. Wir wollen ein seltenes Goldpack, bevor wir ins seltene Spielerpack gehen. Bis jetzt laufen die Packs echt gut. Ja, das war jetzt leider ein Quatsch, also kein Schlitz gewesen. Aber können wir nichts machen. Kammerwingo. Kammerwingo ist noch drin. Ich sag's euch, wir ziehen jetzt an Shapeshifter, Leute. In 3, in 2, in 1 und jetzt wird's grün. Ich sag's euch. Jetzt wird's grün. Komm schon. Icon! Oh mein Gott, Icon! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Icon! ZDV! Campbell! Oh mein Gott, Icon! Scheiße! Oh mein Gott! Fuck! Fuck, fuck, fuck! Fuck, mein erster Icon! Scheiße! Scheiße! Fuck! Alter! Freunde, mein erster Icon, Alter, let's go! Kostak war da gar nichts, aber ist mir egal, Alter, wir haben ein Icon gezogen, ey! Leck mich am Arsch, Alter, wie geil! Leck mich am Arsch, ey! Was ist denn hier schon wieder los, Alter, aus den Top-Partien? Let's go, Alter, ohne Scheiß, so geil! Leute, wir haben das 93er Tots-Pack bekommen. Ich würde sagen, bevor wir es aufmachen, schauen wir uns auf jeden Fall nochmal an, wen wir draus überhaupt bekommen können. So, Freunde, wir sind angekommen bei den Spielern, die wir ziehen können. Und ich sehe schon wieder, den können wir nicht ziehen. Keine Top-Liga. Saka wäre mächtig. Simmons können wir nicht ziehen. Chesney wäre kacke, wenn wir den nochmal ziehen, ey. Samba wäre blöd. Jesus krass, Rodrigo krass, Martinelli krass. Hier aus der Reihe auch eigentlich alle krass, bis auf Balde, weil den haben wir schon. Und Klaus, weil Rechtsverteidiger brauchen wir nicht. Also Leute, ich glaube, ich bin jetzt hier bei den 93er schon bei so vielen Leuten, die ich krass finde. Ich glaube echt, wenn wir da, wir dürfen einfach nur, schau euch das an, wir dürfen nur keinen Verteidiger ziehen. Hier. Und keinen Keeper. Wenn wir einen Verteidiger oder einen Keeper ziehen, dann ist es mies. Also am besten ziehen wir einfach keinen Spieler, den wir schon haben und keinen Verteidiger. Ansonsten nehme ich, glaube ich, alles mit, Leute. Alles. Also bitte, 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 bitte kein Duplikat. Leute, seid ihr ready für das Pack? 93 plus Community oder Top-Ligen-Tots-Spieler-Pack. Ein Tots-Spieler oder Tots-Moments kann sogar auch sein. Mit 93 plus Rating, Leute. Ich habe Angst, aber Leute, ich würde sagen, wir gehen rein in 5, in 4, in 3, in 2, in 1. Und jetzt gönnt uns was, komm schon, gönnt uns was. Komm schon. Ja, komm. Komm. Frankreich? Ach du Scheiße, Freunde. Ach du Scheiße, bin ich im Loch. Ach du Scheiße, die wollen mich doch verarschen. Die wollen mich doch verarschen, diese Wichser, Alter. Mein Gott, warum denn immer diese Scheißspiele, Alter? Gebt mir doch einfach ab Positionen, die ich brauche. Das muss ja nicht mal der Krasseste sein, Mann.
Meine Fresse, Alter, muss doch einfach nicht sein. Gebt mir einen scheiß Mittelfeldspieler, einen scheiß Stürmer, ich spiele alle, aber doch keinen scheiß Keeper, Mann. Alter, ich bin massiv gebrochen. Ich bin massiv gebrochen. So, Freunde, wir sind bei unserem aktuellen Team angekommen. Ja, es hat sich nicht viel verändert. Wir haben die roten Karten eingebaut, Joao, Mario und Saliba. Viel mehr konnten wir leider nicht machen, weil wir aus dem Totspack leider nur Samba gezogen haben. Ärgerlich. Aber naja, Leute, ich glaube trotzdem, dass wir mit dem Team einiges in der Weekend League reisen können. Und ich hoffe, dass wir mal einen neuen Außen bekommen. Guckt euch das mal an, wir spielen immer noch mit Gold Rafinha. Ich hoffe, dass wir da jemanden bekommen. Und der spielt die Weekend League noch. Ansonsten würde ich sagen, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Vielleicht kriegt ihr nächste Woche Reward zu sehen. Haut da rein und...